Moin, heute geht es wieder um die Liebe und zwar um dich und um deinen Seelenpartner. Und wir wollen uns heute mal der Frage widmen: Ist es überhaupt möglich, dass du deinen Seelenpartner aus dem Kopf bekommst, weil du vielleicht gerade tierisch Liebeskummer hast? Er ist vielleicht verheiratet, er ist vergeben oder er will einfach nicht und du bist völlig verzweifelt, aber der spukt in deinem Kopf rum und du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Ja, dieser Frage wollen wir nachgehen: Ist es möglich? Und wenn nein, was du stattdessen tun kannst. Es hat natürlich auch das Gesetz der Anziehung wieder etwas damit zu tun und auch die neue Zeit, aber all das und noch viel mehr verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind's, Annette und Easy. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, du hast deinen Seelenpartner erkannt, ihr habt euch getroffen und nun ist es da, das Chaos. Und es ist einfach so schwer und es tut gerade so weh, weil ihr einfach nicht zusammen sein könnt. Und vielleicht warst du schon lange Zeit seine Geliebte und hast ganz viel Energie da reingegeben, dass er sich doch endlich für dich entscheidet. Du weißt, ich habe neulich schon mal ein Video gemacht, wie du die Nummer 1 wirst. Aber nun kannst du vielleicht nicht mehr so auf den Tisch gehauen und hast Schluss gemacht. Das ist so, ich kann nicht mehr. Richtig so. Weil, nur weil er dein Seelenpartner ist, darf er sich ja nun auch nicht alles erlauben. Und wichtig ist ja, dass du auf dich achtest, weil das ist ja das Besondere beim Seelenpartner, es ist ja der Weg zu dir. Du wirst vielleicht sagen, na, das ist ja ein super Weg, der so weh tut, das kann ich total verstehen. Aber lass es mir dich noch ein wenig oder dir noch ein wenig erklären, so damit du es vielleicht besser auch für dich annehmen kannst. Weil das Spannende ist ja, nur weil ihr jetzt gerade nicht zusammen sein könnt, heißt das nicht, dass es für immer ist, sondern ihr seid ja für immer miteinander verbunden. Das ist auch die Antwort auf die Frage: Bekommst du deinen Seelenpartner aus deinem Kopf? Nein, nicht wirklich. Aus deinem Herzen schon gar nicht. Aus dem Kopf vielleicht schon ein bisschen mehr. Und da wollen wir uns mal anschauen, was du machen kannst. Als erstes ist wichtig, Frieden zu schließen, weil, und jetzt kommt das Gesetz der Anziehung auch ins Spiel, je mehr du dich dagegen sträubst, je mehr du sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und das ist in meinem Kopf und er soll rausgehen, je schlimmer wird es, desto mehr wird er da sein und präsent sein, weil du deinen Fokus darauf gelegt hast. Das ist ja das Gemeine. Das heißt, Frieden schließen. Und wie machst du es am besten? Indem du das einfach annimmst, was da gerade ist. Weil, wie ich ja eben schon meinte, der Seelenpartner ist ja der Weg zu dir. Wenn ihr jetzt noch nicht zusammen seid, heißt es, dass ihr noch etwas lernen sollt, dass ihr noch nicht die Reife habt, um jetzt eben diese wahre, tiefe Liebe, diese Partnerschaft auf Augenhöhe leben zu können, weil das bedeutet wahre Liebe leben. Und das darfst du jetzt zum Beispiel für dich auch schon mal erleben und annehmen. Was bedeutet denn wahre Liebe? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Wahre Liebe bedeutet zu lieben, egal was ist. Das heißt, Liebe und Leiden, das wird uns von den Medien vorgespielt. So sind diese ganzen Liebeslieder und all diese ganzen Sachen, wo wir so richtig reinfallen lassen können und wirklich diesen Schmerz ausleben können. Klar ist es auch wichtig, dass dieser Schmerz rauskommt. Aber letztendlich hat Liebe nichts mit Schmerz zu tun, sondern das sind ja die Gefühle, die wir in uns auslösen. Aber zu lieben, ist das nicht wundervoll? Wahre Liebe, das ist so großartig, vor allen Dingen, weil es da keine Grenzen gibt. Wahre Liebe ist einfach grenzenlos und da geht es auch nichts um Verurteilen oder der andere muss so sein oder ums Manipulieren oder wie auch immer. Nein, wahre Liebe bedeutet auch, dass du in dir diese Liebe letztendlich findest, dass du dir diese Liebe gibst, dass du sie in dir spürst. Das heißt, ganz viel Selbstliebe ist natürlich jetzt ganz wichtig für dich, nicht nur in der Seelenpartnerschaft überhaupt. Ne? Da geht es ja um Selbstliebe auch. Sondern jetzt auch gerade, wo du durch eine schwierigere Zeit gehst. Und ganz wichtig, Dankbarkeit. Jetzt sagst du, wo soll ich jetzt dafür noch dankbar sein? Weißt du, bisher haben noch nicht alle Menschen das Glück gehabt, wie du ihrem Seelenpartner zu begegnen. Das ist etwas ganz Besonderes. Und du bist ihm begegnet. Ja, es ist schwierig und es tut verdammt weh, aber du hast jetzt die Chance zu wachsen und zu reifen. Ich weiß, es kommt dir wahrscheinlich aus den Ohren wieder immer mit dem Wachsen und Reifen, aber es ist so. Du darfst jetzt etwas lernen daraus.
Du darfst immer mehr bei dir ankommen. Und das ist ja auch gerade das Wichtige in der neuen Zeit, dass du bei dir ankommst, dass du aus dir heraus schöpfst, dass du aus dir die Liebe spürst, dass du aus dir deine Kraft, dass du in dir deine Sicherheit findest. Das ist ja das, was wir jetzt endlich lernen dürfen und eben auch in einer Seelenpartnerschaft. Und die Seelenpartner, weißt du, sind die besten Spiegel, das sind die besten Lehrer, die wir haben können, um das letztendlich auch für uns, ja, zu erreichen, das für uns zu erkennen, das zu meistern, uns das auch zu schenken. Das ist ein wahres Geschenk. Weißt du, wie ich meine? Darum sei dankbar. Sei dankbar dafür, was da gerade ist, weil Dankbarkeit, weißt du, habe ich neulich auch schon ein Video darüber gedreht, das trägt dich auch durch Zeiten, durch Lernphasen, in der du ja gerade bist, durch Zeiten, wo es dir nicht so gut geht. Und das ist das Spannende, weil wenn du dankbar sein kannst, du musst nicht nur dankbar sein für diesen Seelenpartner-Dualseelenprozess, das meine ich gar nicht, sondern sei einfach dankbar, dass du auf dieser Welt bist, dass du hier bist. Merkst du, was auf einmal passiert? Aus diesem Ding, was du da gerade, was dich so verkrampft hat mit deinem Seelenpartner, kannst du dich auf einmal öffnen. Und das, du kannst dich öffnen wieder für dein Leben und bist nicht nur auf diese eine Sache fokussiert, weil der Seelenpartner ist nur ein Teil deines Lebens. Es ist überhaupt nicht dein ganzes Leben, auch wenn sich das manchmal so anfühlt, dass man sagt, das ist mein Leben, mein Seelenpartner. Nein, darum geht es gar nicht. Natürlich haben sie uns den Leckerbissen hingeworfen, ne, sozusagen, oder vorgeführt, damit wir sagen, oh, den will ich haben, dafür bin ich bereit, ganz, ganz, ganz viel zu tun. Aber du musst immer auf dich achten, du darfst dich dabei nicht verlieren. Und das passiert vielen, weil wir einfach noch zu große Angst haben, den zu verlieren. Aber den verlierst du ja nicht, der ist ja da. Und das ist auch wieder das Gute, dass der wirklich auch in deinem Kopf und in deinem Herzen ist und bleibt. So, was kannst du noch tun, um das mal ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen mehr zu relaxen, ein bisschen mehr Frieden zu schließen damit? Setz dich mal in Ruhe hin und hör dir mal an, was du für ein Self-Talk hast darüber. Hör dir das mal wirklich an. Und du wirst erschreckt sein, was du da mit dir selber sprichst, was du für Gedanken hast, und fühl dich mal rein, was das für Gefühle sind und in welcher Energie du überhaupt schwingst, wenn du diesen Self-Talk weiterführst. Und das Spannende ist, du hast ja die Macht, du kannst den ja ändern, weil du ja für deine Gedanken verantwortlich bist und für deine Gefühle. Das ist ja dieses Ping-Pong zwischen den beiden. Also fang an, dir neue Gedanken zu schenken. Gedanken, die dich wieder freier machen, die dich wieder glücklicher machen, sodass du dich wieder ganz fühlst und nicht wie ein Opfer und ausgeliefert und er will mich nicht und nicht liebenswert, sondern dass du wieder anfängst, dich zu lieben, dich liebenswert zu finden, dass du wieder dein Selbstwertgefühl zurückbekommst. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Weil das ist eben auch elementar für deine Seelenpartnerschaft. Wenn du das nicht hast, wird es, wie gesagt, schwierig. Aber das erlebst du ja gerade. Also ist es gar nicht so schlimm, wenn der einfach noch da ist, weil das ist ja das Tolle. Dann brauchst du ja gar keine Angst haben, dass du ihn vielleicht für immer verloren hast oder dass er für immer weg ist. Auch wenn du vielleicht gerade denkst, oh, ich kann nicht mehr, ich will gerade nicht mehr oder ich will auch gar nichts mehr mit dem gerade zu tun haben. Es ist einfach da. Aber du bestimmst ja, wie viele Gedanken du einfach bewusst lebst, beziehungsweise welche Gedanken du dir schenkst, welche Gedanken du überhaupt durchlässt, welche Gedanken du überhaupt entstehen lässt. Das bestimmst du. Das heißt also, geh bewusst mit deinen Gedanken um, schau, was ist da los und verändere, was du verändern möchtest. Und wie gesagt, wenn da etwas ist, wo du merkst, oh, da müsste ich nochmal ran, da ist noch so eine uralte Angst oder wie auch immer, dann geh da ran. In meiner Selbstermächtigungssession können wir das gerne machen. Du hast es in der Hand und du kannst auch entscheiden, wie du damit umgehst. Und das ist ein weiterer Tipp von mir. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen, was du tun kannst bei Liebeskummer. Setze dir ein Zeitfenster. Weißt du, manchmal übermannen sie dich. Das ist ja so. Ne? Wir sind Menschen und manchmal übermannen uns unsere Gefühle, wo wir denken, oh Gott, und jetzt bin ich wieder drin. Und du kannst dich entscheiden, willst du da drin zerfließen in diesem Liebeskummer oder willst du sagen, nee, Moment mal, ich will da bewusst mit umgehen. Weil das wird dir natürlich auch viel, viel besser gefallen. Das wird dir auch besser tun, indem du zum Beispiel deinem Liebeskummer ein Zeitfenster setzt. Diesem Schmerz, der da hochkommt. Das ist okay, ich gebe dir jetzt 10 Minuten. Und wenn du heulst wie ein Schlosshund und wenn du da drin 10 Minuten da drin dich da reinknien möchtest und da drin sein möchtest, dann machst du das. Aber nur 10 Minuten und nicht länger. Wenn du vielleicht ein bisschen verlängern möchtest, kannst du das machen. Aber weißt du, was dann passiert, und das ist das Spannende, du wirst es vielleicht machen, aber dann wirst du denken, Moment mal, bringt mich das überhaupt weiter, dass ich jetzt die ganze Zeit so ein Liebeskummer habe, dass ich so einen Schmerz fühle? Wie gesagt,
Emotionen müssen auch gelebt werden, die müssen auch raus, die sollst du jetzt nicht runterschlucken. Aber du kannst dich ja entscheiden, Moment mal, will ich jetzt wirklich so lange diesen Schmerz spüren oder kann ich mir vielleicht etwas anderes dafür schenken, einfach neue Gedanken schenken, neue Gefühle schenken, weil das bringt dich ja nichts weiter, dieser Liebeskummer. Vor allen Dingen auch überhaupt nicht in eurer Seelenpartner, Dualseelen, Prozess in eurer Seelenpartner, das bringt euch nicht weiter, wenn du Liebeskummer hast, sondern das ist eher ein Faktor, der euch eher auseinanderbringt, der die schöne Energie, die ihr mit euch habt, die sozusagen umlenkt. Das macht ja der Liebeskummer, der bringt euch ja 0,0 weiter. Aber natürlich ist es ganz klar, wie gesagt, wenn du gerade da drin steckst, versuch mit deinem Liebeskummer, mit der Situation, in der du gerade steckst, umzugehen, besser umzugehen, indem du Frieden schließt, indem du das einfach mal annimmst, wie es ist, weil es ist nicht gegen dich, sondern es ist für dich, was du da gerade erlebst, auch wenn du es jetzt noch nicht sehen kannst. Irgendwann wirst du es sehen und dann wirst du wissen, ah, darum war es wichtig. Aber nimm es jetzt schon an. Wie gesagt, die Seelen sind nicht gegen euch oder das Leben oder das Universum, sondern sie wollen euch helfen. Sie wollen dir helfen. Deine Seele will dir helfen, dass du bestmöglichst vorbereitet bist auf diese Seelenpartnerschaft, dass du bei dir ankommst, dass du, egal was die Umstände auch sind, dass du trotzdem glücklich bist, dass du dich trotzdem lieb hast, dass du dich trotzdem wertgeschätzt fühlst und einfach weißt, dass es gerade eine Phase ist, wo du was lernen sollst. Und wenn dich diese Gefühle dann eben, wie gesagt, auch mal übermannen und denkst, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Immer erstmal einmal tief ein- und ausatmen. Und dann klopf gerne mal für 20 Sekunden auf deinen Glückspunkt. Der sitzt ja da, wo deine Thymusdrüse ist, also hier in deinem Herzbereich. Denn das beruhigt. Da wird ein ganz bestimmtes Hormon ausgeschüttet, was dich beruhigt, wo du erstmal wieder ruhiger wirst. Und dann sag dir auch gerne was dazu. Sag dir was Liebes oder auch einfach nur, es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Oder auch relax, 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 sodass du mal runterkommst, dass du mal ein bisschen entspannen kannst. Um dann dir einfach neue Gedanken zu schenken, dir einen neuen Fokus zu schenken, weißt du? Weil wenn du die ganze Zeit den Fokus darauf hast, was da alles so Schlimmes ist und warum es nicht funktioniert hat oder ihr nicht, warum das nicht so ist und warum er nicht und dies und jenes, dann wird es nicht besser. Dann wirst du in dieser Energie bleiben und es wird eher noch schlimmer. Das heißt, du musst immer deine Energie ändern, wenn du überhaupt etwas ändern willst. Also schwing dich in eine andere Energie. In der Energie, wo es dir gut geht, wo du eben auch in dieser Dankbarkeit darauf schaust, dass du deinem Seelenpartner überhaupt begegnet bist oder dass du überhaupt diese Liebe schon mal erleben durftest. Das durften die meisten Menschen noch gar nicht und du weißt, was es bedeutet. Darum bist du natürlich auch, hast du so einen Liebeskummer, weil du die haben willst, ganz, ganz klar. Aber wie gesagt, der Liebeskummer bringt dich nicht weiter. Der treibt auch eher auseinander, als dass er euch zusammenbringt. Also gönn dir eine neue Energie und wenn du jetzt mal gerade durchatmen musst, weil du einfach so viel Energie verschossen hast in diese Partnerschaft, in euer Zusammensein, du alles gegeben hast, damit ihr zusammen seid, musst du jetzt einmal runterkommen, dass du mal wieder heilen kannst. Und wie gesagt, schau dir an, was es da noch für Themen gibt, wo du dich noch drum kümmern kannst. Aber erstmal ist es wichtig, dass du jetzt zur Ruhe kommst und dass du vertraust, weil alles geschieht zu deinem Besten. Deine Seele ist nicht gegen dich. Er ist auch nicht oder sie, wer auch immer dein Seelenpartner ist. Dein Seelenpartner ist nicht gegen dich. Das Universum ist auch nicht gegen dich. Die Liebe ist auch nicht gegen dich. Dein Leben ist auch nicht gegen dich. Es ist nichts gegen dich. Es ist alles für dich. Es ist gerade etwas, was du lernen sollst. Und da ist ein Riesengeschenk dahinter. Das ist eine mega Chance. Darum raus aus dem Liebeskummer und was darf ich jetzt lernen? Und du kannst, wie gesagt, auch das Universum darum bitten, dass sie dir da auch Impulse schicken. Weil wenn du dich dafür öffnest, können ja diese Möglichkeiten auch in dein Leben kommen, dass du weißt, was du jetzt tun kannst. Vielleicht gilt es aber auch jetzt einfach nur mal zu vertrauen und Geduld zu haben. Und das fällt uns ja so schwer. Aber das ist das perfekte Learning. Wenn du das für dich hinkriegst, dass du wirklich vertraust, vielleicht ist es, wie gesagt, gerade das, was du lernen sollst, das ist mega, weil das hilft dir nicht nur bei deiner Seelenpartnerschaft, sondern in deinem ganzen Leben. Ist das nicht cool? Zu vertrauen, zu wissen, alles geschieht zu deinem Besten, auch wenn du es jetzt noch nicht sehen kannst. Also ich finde es mega. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie das mein Leben bereichert hat. Darum freue ich mich, das so dir das weiterzugeben, dass du das auch für dich nutzen kannst und für dich anwenden kannst, damit du
auch ein viel, viel schöneres Leben leben kannst. Dann konzentriere dich jetzt auf dich, dass du glücklich bist, dass du in der Liebe bist, weil je mehr Liebe du bist, desto mehr Liebe kann ja auch in dein Leben kommen. Das heißt auch, dass es deinem Seelenpartner natürlich auch einfacher fällt, weil wenn du in dir gestärkt bist, hat das einen enormen Einfluss auf ihn und auch auf seine Entscheidung und wie er letztendlich damit umgeht. Natürlich wird er auch Themen haben, an denen er wahrscheinlich auch arbeiten muss. Aber du kannst ihn nicht ändern. Du kannst nur dich ändern und du kannst deine Energie ändern und damit wirst du dein Umfeld ändern. Alles das, was um dich herum ist, wirst du verändern mit deiner Energie, wie du dich fühlst, auf was für Gedanken du hast. Also, fokussiere dich nicht mehr auf die Vergangenheit, auf das, was war, sondern konzentriere dich jetzt auf deine Zukunft. Gönn dir wunderschöne Meditationen, auch dass du wieder visualisieren kannst, dass du wieder Raum schaffst für deine Vision, die du hast, auch in der Liebe, sodass du wieder ganz neu und frisch rangehen kannst, damit dieses Verkrampfte, was da ist, sich lösen kann. Und wie gesagt, aus deinem Kopf kriegst du ihn nicht. Aber er wird weniger rumspuken, im negativen Sinne, sondern er wird wieder Raum und Platz haben für positivere Sachen. Und vor allen Dingen wirst du auch Raum schaffen für dich, einfach für so viele Dinge, die ja auch noch wichtig sind in seinem Leben, in deinem Leben. Es geht ja nicht nur um deinen Seelenpartner. Und das ist eben das Wichtige auch in der neuen Zeit. Es geht um dich. Es geht darum, dass du wirklich ganz bewusst dir dein schönstes Leben erschaffst und dass du für dich ganz bewusst auch erleben darfst, dass du ganz, ganz wichtig und wertvoll bist auf dieser Welt, egal was gerade um dich herum passiert. Okay? Also ich wünsche dir und sende dir alles, alles Liebe. Du schaffst das, ich weiß das. Und du wirst merken, wenn du das für dich anwendest, wird es dir besser gehen und du wirst viel besser damit umgehen können und du wirst sehen, was für Wunder geschehen werden. In diesem Sinne, love and smile, so oft du nur kannst, deine Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit. Du bist ein Geschenk. Pack es aus und liebe vor allen Dingen dich. Tschüss!